Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute gibt's so richtig Spaß, denn wir werden den Chris Bumstead Trainingsplan und zwar ausgerechnet auch noch für Push trainieren. Oh ja, da habe ich richtig Bock drauf, vor allem weil es einen geilen Pump gibt. Dazu seht ihr dieses Video da und da werdet ihr meine Resonanz bereits sehen. Also das hier ist keine Evaluierung, das hier ist etwas, wo ich euch einfach nur zeige, wie ich das abtrainiere, wer Spaß daran hat. Nun ja, der kann jetzt zusehen. Ihr habt es euch gewünscht und jetzt kommt es und wird prompt geliefert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch direkt alle anderen 5 Videos mache. Wer die sehen möchte, bitte weiter in die Kommentare hämmern. Aber ansonsten ist das hier schon mal einer der spannenderen Teile des Trainings. Und das ist der Push 1 Plan. Den Plan seht ihr hier nochmal eingeblendet und den werde ich jetzt abtrainieren. Ich habe schon gesagt, was ich daran richtig cool finde, vor allem, dass es ein Wechselspiel gibt. Das heißt nicht, dass das effizient ist, habe ich auch in dem Video erwähnt, aber es macht jetzt gerade einfach Bock. Ihr seid jetzt dabei, wie ich das Ganze mache. Zwischendurch werde ich euch was dazu erzählen und jetzt wird sich erstmal aufgewärmt. Umso mehr Muskeln ihr eigentlich in einem Training habt, desto wichtiger wird das Aufwärmtraining für die einzelnen Muskelpartien. Das Gute ist beim Push-Pull-Legs-Training oder bei eben einem Dreier-Split, wo man Rücken, Bizeps zusammen trainiert und Brust zusammen mit Trizeps, gegebenenfalls Schultern oder die Schultern dann noch am Beintag, dass ihr die Sekundärmuskulatur nicht noch zusätzlich aufwärmen müsst. Also der Bizeps ist bereits aufgewärmt, wenn ihr den Rücken trainiert habt. Und auch hier habt ihr euch einmal aufgewärmt für die Brust, ist Trizeps und Schultern eigentlich gut beteiligt und ihr müsst jetzt nicht nochmal reinhauen. Das ist übrigens einer der größten Nachteile, die ich immer wieder entdecke bei einem Ganzkörperplan. Vor kurzem habe ich mal wieder für jemanden einen Ganzkörperplan erstellt, der gerade ein Trainingsanfänger ist, beziehungsweise er hat schon seit 4 Monaten trainiert, dann wieder zwischendurch aufgehört, aber als ich diesen Plan erstellt habe, habe ich schon wieder gemerkt, dass wirklich blöde ist, dass er sich vor jeder einzelnen Muskelgruppe aufwärmen muss. Normalerweise trainieren wir alle Muskelgruppen an dem Tag und dann fängt er an, meinetwegen mit dem Rücken, Priorität. Ja, später muss er sich vielleicht für den Bizeps nicht aufwärmen, aber wir gehen mit den Wiederholungen recht weit runter, also mit viel Kraft. Er macht 6 bis 8 Wiederholungen. Und der Bizeps ist erst 4 Übungen später dran, 4 Muskelpartien später, dann sollte er den meistens nochmal aufwärmen, weil man kann dann oder sollte nicht direkt an die SZ-Curls gehen und bam, richtig gut Gewicht ballern. Muss nicht sein. Danach muss er sich also wieder aufwärmen für die Brust. Wieder ein Aufwärmtraining. Danach muss er sich aufwärmen für, ja, ihr erratet es, die Beine. Und wenn man Kniebeugen macht und hat so richtig schwere Kniebeugen, oh ja, dann muss er den Beinbizeps und den Quadrizeps gut aufwärmen, das heißt 2 Isolationsübungen machen, mehrere Sätze. Ihr kennt mein Aufwärmtraining. Wer nicht Bescheid weiß, der schaut sich mal die entsprechenden Videos dazu an. Mein Aufwärmtraining, wenn ich es richtig mache, dauert 15-20 Minuten. Das vor jeder Muskelgruppe da, ihr seid ewig dran. Und dann kommt Trizeps, Schultern, Bizeps wieder und ihr müsst sie wieder aufwärmen. Grausam. Also, keine Ahnung, ob das bisher keiner bedacht hat oder ob die Leute das einfach nicht machen. So Leute, gleich geht es los. Ihr habt den Trainingsplan gesehen. Wir fangen an mit Bankdrücken an der unilateralen Maschine. Jetzt werdet ihr euch fragen, wieso muss es ausgerechnet sein? Muss es gar nicht. Dieser Trainingsplan ist jetzt so aufgebaut. Ihr könnt natürlich das gleiche auch an der Schrägbankversion davon machen. Ihr könnt auch normales Bankdrücken machen, worauf ihr gerade Lust habt. Das heißt, wir haben eine Grundübung. Das ist das Wichtige. Wir haben eine Grundübung, die wir jetzt mit guten Gewichten bewegen. Heißt, wir bleiben auch tatsächlich im unteren Wiederholungsbereich. Ja, da gibt es schon mal Spezialwerkzeug für. 6 bis 8 Wiederholungen und bewegen damit ordentlich was. Das heißt, ihr müsst auch gut warm sein, um das zu machen. Und dann machen wir noch einen dritten Satz, indem wir gut so 10 bis 12 Wiederholungen machen. Das ist gut. Dann kommt auch noch ein bisschen Blut rein und dann gehen wir eigentlich auch schon über zu den Schultern, aber dazu kommen wir dann später. Heißt also, macht da die Grundübung rein, die ihr am liebsten mögt. Ich habe jetzt einmal die einfach genommen, aber es kann natürlich auch eine andere sein.
So, was habe ich schon hinter mir? Ich zeige euch jetzt nicht immer das ganze Aufwärmtraining, weil ich das schon in Dutzenden von Brusttrainings gezeigt habe und auch schon ein spezielles Video dazu gemacht habe. Es gab 2 Aufwärmsätze für die Rotatoren. Es gab 2 Aufwärmsätze für den gesamten Schulterkopf mit Seitheben. Dann gab es nochmal 2 Aufwärmsätze Liegestütze, immer so 30 Stück. Insgesamt habe ich jetzt 60 gemacht. Und das ist jetzt der erste spezifische Aufwärmsatz an dieser Maschine. Das werde ich jetzt relativ zügig steigern, bis ich endlich bei dem ersten Ziel von 8 Wiederholungen ankomme. So, das waren jetzt 2 Sätze, mit denen ich genau 8 und 6 geschafft habe. Ihr seht, das wird auch in der Pyramide trainiert, nicht in der umgekehrten Pyramide. Kann man aber auch damit kombinieren. Das haftet nicht am Trainingsplan, wie rum ihr das Ganze macht. Ihr könnt auch genauso das Gewicht reduzieren und danach nochmal die 8 machen. Jetzt wird sowieso reduziert, weil wir nochmal 10 bis 12 Wiederholungen machen für einen Satz nur. Und da gehe ich wahrscheinlich recht weit runter. Leute, gehen euch eigentlich auch diese ganzen Ad-Kampagnen, Werbung hier auf YouTube so richtig auf den Sack, gerade im Fitnessbereich. Also entweder euch will jemand erzählen, wie er unglaublich reich geworden ist und das von zu Hause aus, sich jetzt 5 Autos kaufen kann mit jeder Farbe 1, eine Yacht hat und so weiter. Und er möchte unbedingt, dass ihr genauso reich werdet. Klar, das wäre auch mein erstes Anliegen. Oder irgendjemand, irgendein Fitness-Typ kommt mit irgendeinem dummen Anfangssatz, den ich schon nicht mehr hören kann und man kann es ja erst nach ein paar Sekunden wegdrücken. Jeden Morgen ein Glas Wasser mit Zitrone. Boah. Leute, eigentlich müsste man direkt auf deren Kanäle gehen und die bombardieren mit miesen Kommentaren. Es ist, dass YouTube da auch keine Auslese macht. So, und jetzt kommt das Spezielle noch einmal hier gesagt. Wir trainieren jetzt als nächstes die Schulter. Ja, wir haben nur eine Übung für die Brust gehabt. Jetzt kommt schon die Schulter dran. Es folgt natürlich noch eine zweite Übung für die Brust, eine Isolationsübung später, aber davor trainieren wir für die Schulter und dazwischen dann auch nochmal irgendwann den Trizeps. Also das wird immer alles gemischt, weshalb die Schulter jetzt schon etwas vorbelastet wird und dann wiederum nicht ganz so gut helfen kann bei der Isolationsübung für die Brust, was aber auch okay ist. Und wir haben jetzt hier eine etwas besondere Übung. Wir machen nämlich unilaterales Schulterdrücken mit nur einem Arm. Dem einen gefällt es und der schwört darauf, der andere hasst diese Übung. Ich kann beide verstehen. Ich mache die jetzt gerade mal, fühlt sich aber trotzdem nicht schlecht. Dann hat sowas von so einer Rocky Balboa-Übung. Ich habe mir dafür jetzt mal so eine 25er geschnappt. Keine Ahnung, ob ich dazu gerade fähig bin, weil ich eigentlich nicht mehr so gut zum Training gekommen bin in den letzten Wochen. Manchmal ändern sich ein paar Sachen im Leben. Aber keine Sorge, ich werde sicherlich beim Training bleiben. Jetzt wird einfach wieder reingehauen. Ihr müsst vor allem einen stabilen Stand finden. Ganz wichtig dabei, schaut euch in den Spiegel. Das ist eine der Übungen, die ohne Spiegel eigentlich nicht gehen. Damit ihr möglichst am Anfang Schlüsselbein,
gerade habt und nicht schon irgendwie schief da hängt und das irgendwo hier hochdrückt. Nein, gerade. Beim nächsten Satz werde ich die Kamera mal da vorne hinstellen. Und dann möglichst so hochdrücken, auch damit ihr das im Winkel verfolgen könnt. Natürlich immer etwas leicht vor dem Körper halten, nicht zu weit daneben. Und dann müsst ihr gucken, Brust weiterhin raus, haltet euch irgendwo fest und kriegt ein Gefühl rein. Wiederholung mehr werden. Irgendwie habe ich das falsch eingeschätzt. Gut, dass ich keine Reps in Reserve mache. Das könnte ich nie einschätzen. Macht man Reps in Reserve oder lässt man Reps in Reserve? Germanistische Frage im Fitnessbereich. Und bitte an die Frauen da draußen. Und ja, es gibt immer mehr, die sich diesen Kanal jetzt auch anschauen und ihn entdeckt haben. Trainiert genauso. Ja, es heißt Chris Bumstead, aber es könnte auch Christine Bumstead sein. Trainiert genauso. Auch in dem Wiederholungsbereich genauso. Bei euch ist das nicht anders. Ihr habt vielleicht, wenn ihr tendenziell leichter seid, ein bisschen mehr Ausdauer. Hängt gerne noch eine Übung dran, aber gerade für den Oberkörper sollte reichen. Geht bis zum Letzten. Macht's genauso wie ich und alles wird gut. So, und jetzt gibt es bei diesem Trainingsplan öfters ein kleines Problem, wenn ich ihn genauso von den Wiederholungszahlen mal ausprobieren möchte, wie Siebam höchstpersönlich. Und zwar schreibt er meistens eine Von-bis-Differenz von nur zwei Wiederholungen. 10 bis 12, 8 bis 10. Wenn es aber drei Sätze sind, dann habe ich das Problem, wenn ich bei den oberen Wiederholungszahlen ansetze, also bei 8 bis 10, bei 10 oder wie jetzt bei 12, bei 10 bis 12, dann bin ich bei gleichem Gewicht schon einen Satz später natürlich zwei Wiederholungen drunter. Warum und warum das ganz normal ist, in dem Video wird es erklärt. Das heißt, beim dritten Satz muss ich das Gewicht ein bisschen reduzieren, um noch dazwischen zu bleiben. Und das habe ich jetzt gemacht. So, und jetzt mache ich nur für euch eine kleine Abänderung. Da müssen wir auch nicht jeden Trainingsplan zeigen. Nämlich nehme ich eine besondere Übung von
Push-Tag 2 hier mit rein an diese Stelle. Normalerweise würden jetzt Fliegende mit Kurzhanteln kommen. Aber ihr kennt schon Fliegende mit Kurzhanteln, habt ihr in Dutzenden Videos bei mir gesehen. Und ihr kennt auch von dem Push-2-Tag die ersten beiden Übungen ganz gut. Das bedeutet Schrägbankdrücken auf der Multipresse, an der Multipresse und auch Schulterdrücken an der Multipresse. Da ist nichts Spektakuläres dran, sich das nochmal anzuschauen. Außer ihr wollt es unbedingt und ihr wollt mehr Training sehen. Aber jetzt mache ich das, was besonders ist, nämlich eine Übung, wo ich den ersten Satz ganz normal mache, an der Maschine, die fliegende, und den zweiten und dritten Satz als Supersatz zusammen mit der Eisenbiegermaschine. Dazu gibt es auch ein Video, aber jetzt das Ganze im Supersatz. Dadurch wird erst die Brust ganz normal betont, danach nochmal mit einer ganz anderen Rotation weiter unten. Naja, quetscht ganz schön was raus. Probiert's mal aus. So, immer dran denken, die Maschinen beim Supersatz vorzubereiten. Das heißt, die zweite nicht dann erst einstellen, Sitz einstellen und so weiter. Vorher schon alles machen, das habe ich jetzt getan. Und dann kann es losgehen. Jetzt kommt es, wir machen jetzt den Trizeps, dann nochmal die Schultern, Seitheben und dann ganz zum Schluss nochmal Dips, was eigentlich alle Muskeln nochmal vereint. Das ist quasi so eine Art dritte Übung für die Brust, aber auch irgendwo natürlich eine zweite Trizepsübung. Ich mache ganze 4 Sätze jetzt hiervon, muss aber sagen, das ist das Einzige, wo ich mich jetzt doch nochmal aufwärme. Mein Trizeps ist nicht so stark beteiligt bei der Brust. War er noch nie, ich hatte noch nie irgendwelche Probleme mit dem Trizeps am nächsten Tag, Bizeps beim Rücken schon eher. Und ich habe zusätzlich auch noch ein paar Ellbogenprobleme. Das heißt, wenn ich jetzt hier starten würde und das mit relativ hohem Gewicht, täte mir nicht gut. Also mache ich jetzt mal 20 Wiederholungen, wärme gut auf und dann geht das auch schon. Up.
Nochmal die wichtigste Übung für die Schultern. Wer hier aufgepasst hat und mich kennt, der weiß, dass ich normalerweise, wenn ich Hardcore trainiere, dann trainiere ich die Schultern sehr selten. Meist nur einmal im Monat, das ist mein regulärer Trainingsplan. Da sie ja mit den anderen Muskelgruppen mittrainiert werden. Vor kurzem habe ich einen Kommentar wieder bekommen, wo jemand sich darüber lustig gemacht hat. Und ihr kennt das, das sind so leider die Annoncen der Tastaturhelden. Die können irgendetwas reintippen, ironisch, sarkastisch. Und man kann ja nicht mit ihnen in Diskussion treten. Das ist so anmaßend. Tatsächlich lösche ich auch Kommentare, die einfach nur Destruktives haben und mich einfach nur ärgern und nichts Konstruktives beitragen. Allerdings, kritische Kommentare lasse ich, wenn sie einfach vernünftig kritisch sind. Das ist okay. Und manchmal stelle ich mich ja dann auch einer kleinen Diskussion, obwohl selbst die wenig befriedigend sind. Naja, was hat er in dem Kommentar gesagt? Ach klar, dann trainiere ich jetzt 2-3 Jahre gar nicht und dann werden meine Muskeln schon wachsen. Ironisch darauf geantwortet, dass ich gesagt habe, ich habe eine Zeit lang meine Schultern gar nicht trainiert und dann sind sie gewachsen und ich habe die nur einmal im Monat trainiert. Was heißt das übersetzt? Schade, dass ich es erwähnen muss oder dass ich es immer wieder erwähnen muss. Aber gut, irgendwo auch verständlich, nicht jeder kann auf Anhieb alle meine Videos sehen. Das heißt natürlich nicht, dass ich sie nicht trainiert habe. Aber ja, ich habe keine Schulterübungen gemacht, keine speziellen, isolierten Übungen nur für diese Muskulatur. Aber wie das nun mal so ist, alles, was ihr mit der Hand greift, alles, geht über den Unterarm, Oberarm, über die Schulter zum Oberkörper. Also ist die Schulter irgendwie immer beteiligt, immer. Die könnt ihr gar nicht ganz rausnehmen. Und gerade beim Rücken ist der hintere Delta zu 100% beteiligt und bei der Brust der vordere Delta zu 100%. Und wer jetzt glaubt, dass die Schulter so wächst, dass nur vorne was rauskommt und hinten und auf die Mitte sich nichts absetzen wird, naja, der hat sich auch geirrt. Natürlich kann man die stärker betonen. Aber wenn man wie ich eher ein Hardgainer ist und leicht ins Übertraining kommt, dann wird die Schulter definitiv schon mehrmals mittrainiert. Selbst beim Bizeps und Trizeps wird sie wieder ein bisschen mittrainiert. Und selbst wenn ihr was für die Beine macht und auch irgendwo über die Arme das Ganze geht, weil ihr was halten müsst, ja, auch da ist die Schulter ein bisschen dran. Also habe ich sie natürlich faktisch trotzdem irgendwo mitgereizt. Die wächst mit, aber speziell trainiert nicht. Nun ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt mache ich die Übung Seitheben, ganz wichtig für die Schultern. Und weil ich das sonst eben so selten mache und jetzt bei diesem Bumstead-Trainingsplan die Schultern ganz normal mitgemacht habe, sorge ich aber auch dafür, dass ich jetzt nicht so hardcore ein Programm mache. Dieses Programm für die Schultern ist okay. Gerade nur 3 Sätze mit dem Schulterdrücken kann ich mitleben. Da gibt es keine Intensivwiederholung, ich habe ja keinen Trainingspartner dabei, keine Supersätze, sonst was. Und jetzt mache ich Seitheben in einer Variante, die ebenfalls weniger Reiz auf die Schultern für mich ausübt, weil sie ganz sauber ist. Ich lasse die Arme wirklich gerade wie ein Brett und hebe sie seitlich hoch. Kein bisschen gebeugt, kein Schwung holen. Wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Und damit trainiere ich sauberer, aber weniger effektiv für die Schultern. Wer das entsprechende Video mal gesehen hat, Abfälschens bei Seitheben eine der essentiellsten Dinge und bringt eure Schulter zum Platzen und zum Wachsen. So weniger, aber genug, wenn ich sie dann wirklich 1-2 Mal die Woche mittrainiere. Oh. 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 Oh.
Trotzdem angenehm. So eine Sache, die ich bei diesem Training wirklich liebe, ist, dass die Trainingszeit so verkürzt wird. Die ist vor allem so kurz, weil man die Übungen, die Muskelgruppen mischt und dadurch nicht ganz so viel Pause dazwischen braucht. Klar, jetzt ist zwischen Brust und Schultern, braucht man eigentlich die gleiche Pause wie zwischen zwei Brustsätzen. Aber zum Trizeps hin nicht unbedingt, dadurch spart man sich ein bisschen was. Und Volumen ist nicht ganz so groß und hoch. Und irgendwie durch die nach hinten hin mehr vorkommenden Supersätze. Ah, mein Delta! Kommt es einem dann auch immer kürzer vor, weil man auch immer schneller handelt. Und es kommt einem auch rein so psychisch kürzer vor, weil man ja immer wieder einen neuen Muskel trainiert und nicht das Gefühl hat, oh, ich bin jetzt bei der Hälfte von einem Muskel angelangt. Naja, irgendwie funktioniert es bei mir und ich bin teilweise auch tatsächlich nach 50 Minuten wieder raus. Ist immer so ein schöner Moment im Training, so gegen Ende oder ganz am Ende, wenn ich die Handschuhe ausziehen kann. Ich weiß, Handschuhe sind total oldschool. Manche finden es regelrecht peinlich. Nun ja, da habe ich lieber ein bisschen geschmeidigere Hände und tatsächlich mehr Grip. Und es hilft. Also alles fühlt sich stabiler und besser an. Kennt ihr das? Wann auch immer ich als Kind, nicht, dass ihr es nicht kennt und dann bin ich hier der Psycho, mal so Handschuhe in der Hand hatte, gerade solche oder so, fängt man sofort an, wenn man die angezogen hat, zu boxen. Irgendwie hat das so ein Gefühl, das auslöst. Und wenn es auch nur psychisch ist, weil man Handschuhe damit in Verbindung bringt, Boxhandschuhe oder Handschuhe von irgendwelchen anderen Kampfsportarten. Naja, so, das ist jetzt befreiend. Jetzt kann meine Hände wieder atmen. Eine Frage, die ich gerade gesehen habe von einem der häufigeren Kommentatoren, die sich immer wieder recht kritisch mit mir auseinandersetzen, aber auf einem guten Niveau, ist, schade, dass er so einen unaussprechlichen Namen hat, ob ich schon mal Erfahrung mit sowas Exotischem wie statischen Wiederholungen gemacht habe. Statische Wiederholung, für diejenigen, die es nicht wissen, ist, wenn man keine Bewegung drin hat, also null Range of Motion, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Die Full Range of Motion wäre eine komplette Bewegung zu machen für den Bizeps, ganz von der Streckung bis zum obersten Punkt. Eine statische wäre, wenn ich das nur hier halte, mit einem Gewicht. Und wenn ich dann natürlich langsam nach unten gehe, ist es eher eine negative. Also man muss es schon am selben Fleck halten. Beispiel für eine statische Übung oder Wiederholung für die Brust wäre, wenn ich hier an so einer Wand, zu Hause könnt ihr das auch gut machen, einen Pfosten einfach zusammendrücke die ganze Zeit. Also wie beim Butterfly in der Spitzenkontraktion. Und das jetzt versuche 30 Sekunden zu halten. Das ist eine statische Wiederholung. Und ja, ich habe damit Erfahrung gemacht. Ich habe das vor allem im Heimtraining mal immer wieder ausprobiert. Ihr kennt das, ihr stellt euch einen Türpfosten dazwischen und versucht so viel Druck wie möglich auf die Türpfosten auszuüben, so wirklich, ihr versucht sie mental auseinanderzudrücken, breiter zu machen. Geht natürlich nicht, aber ja, das müsst ihr euch vorstellen. Und das so lange es geht durchzuhalten, ja. Und ich habe sogar Prinzipien davon übernommen, denn statische Wiederholung kann man auch mitten in einer Wiederholung einbauen, als ein Teil davon. Ihr seht das immer dann, wenn ich im Rückentraining ungefähr versuche, eine Sekunde zu halten. Ja, das ist statisch in dem Moment. Oder auch bei der Brust in der Spitzenkontraktion einmal kurz zusammenhalten, beim Bizeps das Gleiche. Das ist eine Spitzenkontraktion, die man hält, aber auch irgendwo ein statischer Teil. Und das ist gut. Aber ansonsten halte ich nicht allzu viel davon. Vor allem wird man damit schlecht Masse aufbauen. Es konditioniert den Muskel aber ungeheim. So, jetzt noch ein paar Dips hinterher.
Und das mache ich mit einer Variante, die eigentlich mehr auf die Brust geht, weil dann ist einfach alles beteiligt. Das heißt, ich beug mich ein bisschen nach vorne und die Beine kommen ein bisschen nach hinten und dadurch entsteht ein spitzerer Winkel, ähnlich wie beim Negativbankdrücken. Dips wissen möchte, ausführliches Video da oben. So, das war das Chris Bumstead Push 1 Training in Kombination ein bisschen mit Push 2. Ich denke mal, das Prinzip kam rüber. Das, was ich gut finde, auch. Der Pump ist gut, der macht Spaß. Und naja, trainiert's mal einfach nach. Wie gesagt, ganz wichtig, ansonsten guckt euch mal meinen Fazit dazu an. Ich habe das 6 Wochen lang trainiert. Nur für euch habe ich jetzt mein aktuelles Training, wenn man es als solches bezeichnen kann, Improvisationstraining, durchbrochen, um diesen Trainingsplan nochmal abzufilmen. Aber ich würde sagen, für einen ernsten Aufbau und für erfahrene Leute nicht unbedingt das, was zielführend ist, bestätigt auch von Chris Bumstead höchstpersönlich, denn auch in dem Evaluierungsvideo habe ich schon darauf hingewiesen, es schien so, als hätte er es nur ein paar Wochen gemacht, vielleicht ein, höchstens 2 Monate, und dann ist er wieder zum alten Training zurückgekehrt. Heißt, der Bro-Split, der Böse, einmal die Woche trainieren und dann gib ihm. Aber alles bis zum Muskelversagen, das habt ihr auch gesehen. Hier gibt es keine Reps in Reserve. Man macht ja relativ wenig nur für den einzelnen Muskel. Liegt daran, dass ihr ihn nun mal 2-mal die Woche trainiert damit. Nun ja. Jetzt gibt es noch ein Post-Workout-Shake. Die Zutaten dafür findet ihr bei Protein Arena. Schaut mal vorbei und spart auch noch Geld. Da bekommt ihr so ziemlich alles, was ihr wollt an Supplements. Und natürlich mein Trainingsbooster, um so ein Training durchzuhalten, gibt es da auch. Ansonsten, wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch. Hämmert in die Kommentare, was ihr sonst noch sehen wollt und ob ihr mehr Trainingsvideos sehen wollt. Und schaut euch die anderen Videos auf dem Kanal an. Das bringt was. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.